Moin zusammen, Fennec hier. Elden Ring kann, wie es sich für Souls-Spiele gehört, ziemlich schwer sein und gerade am Anfang ist es abschreckend. In diesem Video zeige ich euch Runenfarm-Spots, an denen ihr gut Runen zum Aufleveln farmen könnt. Fangen wir also an. Der erste Farm-Spot befindet sich westlich vom Ort der Gnade Südseite des Argelsees, beziehungsweise östlich von den Ruinen an der Küste. Hier befinden sich zwei Gruppen von Gegnern, die sich bekämpfen. Die Runen könnt ihr hier also gut abstauben und indem ihr euch an den Ort der Gnade setzt, resettet ihr die Gegner. Der zweite Farmspot befindet sich nördlich der Südseite des Argelsees. Wenn ihr bereits den Ort der Gnade an den Ruinen eines Wegpunktes freigeschaltet habt, könnt ihr auch von dort aus starten. Ansonsten lauft ihr von der Südseite des Argelsees nach Norden. Hier findet ihr eine Kolonne, bei der an der Spitze zwei Titanen den Schatztruhenwagen ziehen. Die beiden Titanen geben euch je 1000 Runen und lassen sich schnell und einfach abfarmen. Danach pottet ihr auch einfach zum nächstgelegenen Ort der Gnade zurück und resettet die Kolonne. Der dritte Farmspot lässt euch auch wieder Titanen abfarmen. Dafür startet ihr von der Hütte am Sturmhügel und lauft Richtung Ost-Südosten. In der Nähe des kleinen Teichs findet ihr mehrere Titanen, die ihr gut separieren könnt und dann farmen. Wie auch die Titanen im zweiten Farmspot geben euch diese gute 1000 Runen. Die hier sind aber etwas kampfeswilliger als die vorherigen.
Für den vierten Farmspot müsst ihr etwas weiter reisen. Hier startet ihr von der dritten Kirche Marikas aus, dieses ganz im Osten, und lauft zur östlichen Spitze des Sees im Norden. Hier befindet sich dann ein Teleporter, mit dem ihr zu Grey Owls Drachenhügel gelangt. Lauft dann erstmal den Weg hinunter zur Brücke und aktiviert den Ort der Gnade. Auf der Ebene nördlich der Brücke streifen vereinzelt kleine Gegner umher. An diese könnt ihr euch gut anschleichen und backsteppen. Von den Gegnern erhaltet ihr 1094 Runen. Hier müsst ihr aber beachten, dass die ziemlich viel Schaden machen und euch meistens two-shotten. Drum rate ich euch eher dazu, wenn ihr zu Anfang Level farmen möchtet, den zweiten Farmspot oder vielleicht noch den dritten zu nutzen. Gut, das war's auch mit dem Video. Ich weiß, eigentlich sollte man nicht so viele Level da farmen und es soll ja ein bisschen anspruchsvoll sein. Aber jetzt viele von den Spots zum Beispiel, wo Gegner sich gegenseitig abkloppen, das ist schon so gewollt, dass man da dann auch Seelen oder in diesem Fall Runen abstauben kann. Man muss das Ganze ja nicht in die Höhe treiben und mit Level 90 zum ersten Boss gehen. Gudi, dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.